Hallo, ich bin Christian Staub, 40 Jahre alt, seit 1999 in der Einsatzabteilung der Feuerwehr Großalmerode-Romerode und dort Wehrführer. Seit wann bist du denn Wehrführer? Mittlerweile seit 2016. Und welche Aufgaben hast du als Wehrführer? Als Wehrführer hat man diverse Aufgaben, zum Beispiel die Erstellung des Dienstplanes, was ich zusammen mit den anderen Gruppenführern zusammen mache. Man ist dafür zuständig, dass die Einsatzbereitschaft sichergestellt ist und auch ganz schön viel Papierkram. Also die administrativen Aufgaben sind auch nicht ohne. Und welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um Wehrführer zu werden? Man muss diverse Lehrgänge besucht haben, unter anderem den Gruppenführerlehrgang, außer es wird für den Ort schon, also von der Stärke her, schon der Zugführerlehrgang vorausgesetzt. Ansonsten sollte man ausgebildet sein in der technischen Hilfeleistung für Verkehrsunfälle. Und ja, gerne gesehen wird natürlich auch der Atemschutzgeräteträgerlehrgang, wenn man denn dafür körperlich tauglich ist. Super. Was wünschst du dir denn als Wehrführer für die Feuerwehr Großalmerode? Ja, ich würde mir wünschen, dass wir auch in Zukunft eine schlagkräftige Truppe oder Mannschaft zusammen haben, die die Aufgaben, die wir gestellt kriegen, meistert. Und vor allen Dingen, dass wir immer, ja, alle gesund von unseren Einsätzen zurückkommen. Super, vielen Dank.